Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne ein Buch vorstellen, und zwar heißt das Nusrit und die Kuh. Das ist geschrieben von Anja Tuckermann und die Bilder haben gemalt Merda Tairi und Uli Krappen. Ja. Erschienen ist es beim Tulipan Verlag und zwar 2016. Es geht also darum, um einen kleinen Jungen, der heißt Nusrit, der erzählt auch in der Geschichte. Und er erzählt ihm, dass es im Kosovo ein kleines Dorf gibt, aus dem seine Familie kommt. Und eines Tages kamen da Soldaten, da war er noch nicht auf der Welt, und haben alle vertrieben. Und die meisten haben sich dann woanders ein neues Zuhause gesucht. Nur zu Besuch kamen die Leute wieder. Da sahen sie, dass das ganze Dorf leer ist. Nur Omi und Opi wohnten noch dort. Nicht lange nachdem ich in Deutschland auf die Welt gekommen war, brachten meine Eltern mich ins Dorf auf dem Berg und ließen mich bei Omi und Opi, damit sie da oben nicht so alleine sind. Sie haben einen Hund, 10 Hühner, 3 Gänse, eine Kuh und mich, Nusrit. Ich spiele mit den Küken und helfe Omi bei der Arbeit und manchmal arbeite ich mit Opi. Da sind die alle drauf, man sieht die da im Traktor fahren. Da ist Omi, Opi, Nusrit und die Kuh und die Gänse und die Hühner und der Hund. Nun ist es aber so, dass auf dem Bauernhof niemand lesen kann. Und wenn die Eltern von Nusrit einen Brief schreiben, dann muss der Briefträger den vorlesen. Und so erfährt Nusrit dann auch, dass seine Eltern ihn nun zu sich und seinen Geschwistern nach Deutschland holen möchten, damit er dort zur Schule gehen kann. Also der Briefträger liest vor. Ich, Nusrit, höre gar nicht mehr richtig hin, weil ich mich umschaue und denke, aber Omi und Opi und die Hühner und die Gänse und der Hund und der Berg und die Kuh, meine Kuh! Was, sie alle würden ich nie wiedersehen oder nur noch einmal im Jahr, wenn die Eltern mich nach Deutschland holen. Als der Briefträger weg ist, hätte ich, Nusrit, gern gewusst, was noch in dem Brief steht. Aber Omi will nichts sagen und Opi ist in den Wald gegangen, um Holz für den Winter zu schlagen. Und ich kann den Brief nicht lesen. Schon lange will ich lesen und schreiben lernen. Da denke ich, ja, ich gehe nach Deutschland und lerne lesen und schreiben und die Kuh nehme ich mit, damit ich wenigstens etwas von zu Hause bei mir habe. Ja, Nusrit und die Kuh machen sich also auf den langen Weg nach Deutschland und dort angekommen, gehen sie dann gemeinsam zur Schule. Ich, Nusrit, gehe gerne in die Schule, weil ich Freunde habe. Die Kuh nicht. Sie kann schon lesen und schreiben, mehr will sie nicht lernen. Sie wartet zu Hause auf mich, bis die Schule aus ist. Die Kuh fühlt sich also in Deutschland nicht sehr wohl. Nusrit hingegen gefällt es eigentlich sehr gut. Und jetzt müssen sie entscheiden, was sie tun wollen. Denn Omi und Opi sind ja immer noch ganz alleine im Kosovo, in dem Dorf. Und wenn ihnen jetzt jemand schreibt, muss es immer noch der Briefträger vorlesen. Und als sie dann auf Besuch nach Hause fahren, also Nusrit und seine Mama und sein Papa und seine 2 Geschwister und die Kuh, da müssen sie eine Entscheidung treffen. Wer nun wieder mit nach Deutschland kommt und wer vielleicht auch nicht. Ja. Es ist also ein Buch, was auch so ein bisschen über Trennung und über Vernunft vielleicht ein bisschen geht. Aber erstmal zum Wortstil. Es sind ziemlich lange, schwierige Sätze, weil einfach sehr viele Kommas drin sind. Aber die Wörter, die verwendet werden, die sind sehr einfach. Und es gibt immer wieder wiederholende Elemente wie ich, Nusrit,
Und das ganze Thema von dem Buch ist im Prinzip zu Hause sein, fortgehen, aber ohne diese Tragik, die momentan sehr viele Bücher gerade für Kinder haben, wo es eben um Fortgehen, aber Fortgehen im Sinne von Flucht geht, ist das praktisch einfach nur eine Gegenüberstellung von Heimat und neuer Heimat, ohne eben das Element der Flucht. Die Bilder, das ist etwas ganz Besonderes. Und zwar, das steht auch hinten nochmal extra drin, das könnt ihr euch nochmal ganz genau durchlesen. Da geht es nämlich zu wie beim Zeichenschach. Ja, es sind ja zwei Illustratoren, also zwei Bildermaler. Und die machen das mit der Stoppuhr. Also immer 2 Minuten. Einer malt was und dann ist die Stoppuhr rum und dann darf der nächste da drüber kritzeln oder das weitermalen. Und so machen die das immer im Wechsel, bis eben so ein Bild dann endlich fertig ist. Das ist was ganz Besonderes und das hat mich sehr beeindruckt. Die Aussage der Bilder ist im Prinzip so, dass, also sie ergänzen den Text, können die Geschichte allerdings auch nicht ohne Text erzählen. Und jede Seite hat praktisch so eine vorrangige Farbe, die da im Hintergrund irgendwie ist. Und das, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es wirkt ein bisschen so, als würde die Farbe immer sehr stark auch die Stimmung, die nicht unbedingt, wie soll ich denn das sagen, also die Stimmung, die nicht zwangsläufig die Geschichte widerspiegelt, sondern mehr den Ort. Also dass zum Beispiel in Kosovo, in den Feldern, in den Wiesen und so weiter, da ist alles grün und der Bauernhof, das ist praktisch das Zuhause, das eine Zuhause, das ist alles grün. Und in Deutschland, in der Stadt, das ist kein schlechter Ort, aber es ist einfach alles sehr trüb und grau, eben städtisch. Hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich würde es empfehlen für Kinder ab der Grundschule. Also, es ist schon ein eher ernstes Buch, obwohl dieses sehr humorvolle Element der Kuh, die ja dann da zur Schule geht, damit dabei ist. Aber das eben nicht so in den Vordergrund gekehrt wird, im Sinne von, das ist jetzt witzig, sondern das ist im Prinzip, das ist einfach ein Teil dieser leicht tragischen Erzählung. Nämlich dieses Trennen und Zuhause finden und sowas. Die Bilder, die sind sehr harmonisch. Trotz dieses Wechselmalens, das finde ich übrigens ganz besonders interessant, weil es, wenn man das jetzt nicht wüsste, muss ich sagen, ich würde nicht sehen, dass das zwei Künstler gemacht haben, weil sie einfach so perfekt ineinander passen. Ich würde einfach denken, es wäre ein Künstler gewesen, der eben verschiedene Elemente benutzt hat. Also ein Riesenkompliment an dieser Stelle. Für Erwachsene, klar, auch wieder eine Empfehlung. Es ist einfach ein Buch, was einen nachdenklich macht über Werte wie Heimat und Familie, aber ohne eben runterzuziehen dabei. Es ist, ja, es ist nicht sehr emotional, aber eben doch sehr tiefsinnig. Ist auch eine Kunst übrigens, weil man könnte meinen, das widerspricht sich, aber tut's nicht. Für die Schule kann man es benutzen, weil einfach auch Schule hier ein zentraler Aspekt ist. Also im Prinzip könnte man vergleichen die Möglichkeiten, die Kinder woanders haben auf Ausbildung und die Möglichkeiten, die die Kinder hier haben. Eine Besonderheit ist, dass es nominiert war für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Bilderbuch. Von 2017. Es hat leider nicht gewonnen, aber ich war bei der Verleihung dabei und es war mein Favorit. Ich habe ganz doll die Hufe gedrückt, aber es wurde leider nichts. Das nächste ist übrigens schon eingereicht, hat mir die liebe Astrid vom Tulipan Verlag verraten, nämlich das Buch Als Oma immer kleiner wurde. Das kenne ich auch noch nicht, aber sobald ich meine Hufe da rankriege, werde ich euch mal das erzählen, wie das so ist. Das Buch habe ich auch auf der Buchmesse bekommen, damit ich euch davon erzählen kann. Und mein Lieblingswort in diesem Buch ist Mo.